So Leute, schauen wir pünktlich zum Wochenende mal wieder rüber über meine Streaming-Highlights für die kommende Woche, Kalenderwoche 43 vom 23. bis 29. Oktober. Gibt es tatsächlich einiges, was auf Sky, Wow, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Netflix, Paramount Plus, Disney Plus und so weiter und so fort veröffentlicht wird. Und da schauen wir mal zumindest über meine Highlights drüber, neben der ganzen Menge, die sonst noch rauskommen. Fangen wir direkt Montag an, 23. Oktober, da könnt ihr bei Amazon Prime Video, klar, wir haben ja dann Halloween kurz bevor einiges an Horror kommt raus. Könnt ihr euch, falls ihr die Purge-Filme nicht gesehen habt, Purge 1 bis 3 als Prime-Kunden mit anschauen. Und am 23. Oktober gibt es auf Sky-Wow noch The Sun. Das ist der Film von Florian Zeller mit Vanessa Kirby, Hugh Jackman und Laura Dern vom letzten Jahr. Den fand ich sehr, sehr ergreifend. Hugh Jackman spielt hier Peter, der mit seiner Partnerin, seiner neuen Partnerin zusammenlebt. Gemeinsam haben sie ein Baby, aber seine Ex-Frau meldet sich, die schlichtweg überfordert ist von ihrem Sohn Nicholas, der auch zu seinem Vater will. Und dieser Junge leidet an Depressionen. Und ich fand schon sehr krass, wie dieser Film dieses Thema anpackt. Nicht so gut wie in dem Film The Father zuvor. Und der kam auch bei der Presse nicht so gut weg. Mich hat er aber ergriffen, deswegen ich den mal gehighlightet habe. The Sun ab kommenden Montag auf Sky-Wow. Ab Dienstag, dem 24. Oktober, für alle, die so Richtung True Crime, Mafia-Dinge mögen, gibt es mit Schnappt Gotti auf Netflix eine Dokumentation rund um John Gotti, der 1985 in New York City der mächtigste und gefährlichste Mann war, auch Aufträge erteilte, beispielsweise zur öffentlichen Hinrichtung eines Mafia-Bosses, nämlich Paul Costellano, und die Jagd der Behörden nach diesem Mann. Das ist auf jeden Fall was, wo ich mir vorstellen kann, dass nicht wenige sagen, oh, ist nicht uninteressant, Schnappt Gotti. Am Mittwoch, dem 25. Oktober, bringt Disney unter dem Reiter Star eher für Erwachsene die erste Staffel von Praise Petey raus. Ich finde die Story eigentlich ziemlich witzig. Es geht um Petey, eine junge Frau, die ein bisschen auf den Spuren des Vaters wandelt und ich glaube nach seinem Ableben zu dem Ort geht, an dem er zuletzt gelebt hat. Stellt sich heraus, dass das New Utopia ist, also Neu-Utopia, ein Ort, in dem quasi eine Sekte existiert und die Ankunft von Petey als die Heilige, die prophezeit wurde, beschreibt, und dann ist sie aus Versehen Sektenführerin. Das Ganze als Zeichentrick, super skurriler Trailer, mochte ich aber. Und dann gibt es noch Leben auf unserem Planeten in der ersten Staffel auf Netflix ab Mittwoch, dem 25. Oktober. Das ist von den Machern von Unser Planet und zeigt quasi von den Dinosauriern bis heute die Welt der Tiere. Und wer Natur-Tierdokumentation mag, könnte Leben auf unserem Planeten richtig spannend finden. Am Donnerstag hat dann Amazon Prime Video ein deutsches Original am Start, nämlich Die Therapie. In der ersten Staffel Serienadaption The Thrillers von Sebastian Fitzek. Da geht es um den Berliner Psychiater Viktor Lahrens, der von der Trauer wieder eingeholt wird. Und dem Verschwinden seiner Tochter vor langer Zeit, als auf einmal eine Mutter bei ihm auftaucht, die eine ganz ähnliche Geschichte hat wie er. Für alle Fans von Sebastian Fitzek, also hier Serienadaption auf Amazon Prime Video ab Donnerstag. Freitag hat Apple TV Plus dann den Serienstart von Enfield Poltergeist für uns als Miniserie. Das ist quasi die Geschichte in Serienform erzählt von den Fällen in London 1977, aber im Kern stehen Original-Tonbandaufnahmen, sodass wir so eine Vermischung haben zwischen realen Quellen und eben dem fiktiven Serienstoff. Netflix schmeißt am Freitag, dem 27. Oktober mit Pain Hustlers noch einen stark besetzten Film in die Runde, von David Yates inszeniert, mit Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia. Unter anderem in den Hauptrollen spielt Emily Blunt Liza Drake. Die ist arbeitslos und um mit ihrem Sohn irgendwie über die Runden zu kommen, nimmt sie den Job an in einem erfolglosen Pharma-Startup. Ehe sie feststellt, da fließt nach und nach eine ganze Menge Geld und deckt kriminelle Machenschaften auf, weiß aber nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Das ist Pain Hustlers. Ich bin gespannt, was der kann. Für alle Sport-Fußball-Fans gibt es ab Freitag noch bei Sky-Wow mit Daum, Triumphe und Skandale, eine Dokumentation über Christoph Daum. Da werden nicht wenige die Behauptung im Kopf haben, dass er kein Kokain genommen hätte und nach einer Haarprobe rauskam. Doch, hat er irgendwann gesagt, dass das vielleicht nicht der beste Moment war, und da gibt es sicherlich eine Menge Auf und Ab. Und Sky und Wow haben dann noch den Super Mario Brothers Film im Angebot, der zweiterfolgreichste Film dieses Jahr in den Kinos hinter Barbie. 1,36 Milliarden Dollar hat er eingespielt, und wir tauchen in die Welt von Super Mario ab, von Illumination, fein animiert für Fans von Super Mario. Ein Film voller Easter Eggs und vor allem auch Spaß, sogar für die Kleineren jede Menge Freude mit drin. Und dann schließen wir das Ganze am Samstag noch
noch ab, weil Sky dabei noch Evil Dead Rise mit im Angebot hat. Horrorfilm aus der Evil Dead Reihe vom Anfang diesen Jahres. Ich fand den gnadenlos und auch ziemlich gut, wobei sich ein bisschen die Geister an dem Film scheinen. Dementsprechend für Horrorfans neben Purge zum Beispiel mit diesem Film auch nochmal was nicht Uninteressantes dabei, genauso wie Enfield Poltergeist. Wir merken also, es geht auf Halloween zu. Und damit sind wir durch mit meinen Streaming-Highlights für kommende Woche. Ich hoffe, da ist was dabei, wo ihr Lust drauf habt. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus streamen.